Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ja mittendrin in unserem Blog Rheumatologie in der Inneren Medizin. Was verbindet die Rheumatologie mit der Gastroenterologie? Und nachdem wir in der letzten Folge besprochen haben, die rheumatologischen Erkrankungen mit ihren gastrointestinalen Komorbiditäten, drehen wir jetzt heute den Spieß um und wir beschäftigen uns erstmal primär mit den gastroenterologischen Entitäten und ihren rheumatologischen Komorbiditäten. Zunächst einmal eine interessante Kombination, Hepatitis C-Virus assoziierte Kryoglobulinämie. Sie äußert sich meist als eine Dermatitis. Sie beruht auf Ablagerungen von Kryoglobulinen, ja, in kleinen Gefäßen und Kapillaren und können klinisch als Juckreiz imponieren oder gar Geschwüre hervorrufen. Die Manifestationen sind neben den lokalen Folgen wie Dermatitis an den abhängigen Partien, auch eine Vaskulitis, eine Myalgie, eine Fibromyalgie, Arthralgien, die Rheuma-Antikörperpositiv sind oder die ANA-positiv sind, sowie Organmanifestationen mit membranoproliferativer Glomerulonephritis oder auch einer peripheren Neuropathie und einem Chronic Fatigue-Syndrom. Nun, wie kommt es zu einer solchen Kryoglobulinämie? Zunächst einmal ist ja das Virus, das Agens da. Jeder kennt das Hepatitis C-Virus. Ich bin in der ersten Sitzung ja darauf eingegangen, wie berühmt diese Erkrankung geworden ist durch die Nobelpreisvergabe vor 2 Jahren. Und dieses HCV-Virus, bevor man es eliminieren konnte, wo es noch aktiv ist, ja, induziert dann eine Immunstimulation durch die Antigene. Und diese Antigene, ja, produzieren quasi durch das Immunsystem getriggert polyklonales IgG, monoklonales IgM, Rheumafaktoren und somit auch eine kryoglobulin-gebundene HCV-Expression mit HCV-Genen. Ja, das sind also sowohl genetische als auch Umweltfaktoren, die hier eine wesentliche Rolle spielen. Nun, die Kryoglobuline kann man prinzipiell klassifizieren, zum einen in monoklonale Kryoglobulinämie, die ist eine primäre Erkrankung, dann die gemischten Formen, polyklonal, monoklonal, Rheumafaktor positiv, die können sekundär entstehen, zum Beispiel hier in diesem Fall bei der Hepatitis C-Virus-Infektion oder auch polyklonales IgG, polyklonales IgM, ja, als sekundäre gemischte Infektionen bei anderen Autoimmunerkrankungen oder immunproliferativen Erkrankungen. Und die extrahepatischen Infekte dieser systemischen Infektion mit dem HCV-Virus und der Kryoglobulinämie, ja, induzieren zum Beispiel eine lymphozytäre Sialadenitis. Und dies kann also sowohl als Charakteristikum bestimmte Autoantikörper beinhalten, aber auch ein primäres Krankheitsgeschehen darstellen, wie zum Beispiel beim Sjögren-Syndrom. Und es kann auch eine quasi eine schwer periduktale, überwiegende CD4-positive Erkrankung imponieren, ja, im Sinne einer lymphozytischen Kapillaritis. Ja, und last but not least, das Sicker-Syndrom als klinische Manifestation, entweder ausgeprägt als Xerophthalmie oder Xerostomie. Ja, bei dieser muss im Prinzip kein Hepatitis C-Virus anwesend sein. Das ist nur in seltenen Fällen der Fall. Und insofern haben wir hier eine klare Diskriminierung verschiedener, ja, Untergruppen dieser Kryoglobulinämie in Assoziation mit dem Hepatitis C-Virus. Ja, eine andere Erkrankung, ja, primär im Gastrointestinaltrakt an der Leber manifestiert, ist die Autoimmunhepatitis. Da haben wir ja schon mal im eigenen Blog intensiv darüber gesprochen. Wir wollen jetzt heute nur beleuchten, was hat es denn mit dem Rheuma zu tun? Und dieses Erkrankheitsbild, ja, mehr eine schleichende Erkrankung mit unspezifischen Symptomen, macht aber auch ganz pathognomonisch Gelenkbeschwerden als Hinweis auf die systemische Manifestation der Autoimmunerkrankung auch an den Gelenken. Und es kann im Sinne der extrahepatischen Begleiterkrankung neben vielen anderen Organsystemen auch eine rheumatoide Arthritis imponieren, als Folge dieser Autoimmunhepatitis als Systemerkrankung.
Ja, und wir haben eine Arbeit publiziert vor kurzem, ja, mit über 535 Fällen der Autoimmunhepatitis im Langzeitverlauf über 20 Jahre, was sicher als einmalige klinische Studie zu betrachten ist, und haben retrospektiv ausgewertet, welche Symptome da die bei der Autoimmunerkrankung als Komorbidität auftreten. Sie sehen, wir haben bis zu 30% eine rheumatoide Arthritis dabei, wir haben ein Sjögren-Syndrom dabei oder auch ein Lupus erythematodes, immerhin in fast 10% der Fälle. Also eine signifikante Beteiligung bei der Autoimmunhepatitis im Sinne der rheumatologischen Komorbidität. Und eine andere Erkrankung, bei der ebenfalls das Immunsystem die Ursache darstellt an der Leber, ist die primär biliäre Cholangitis, wie man sagen muss. Also eine Erkrankung der kleinsten Gallenwege in der Leber selbst, intra- und extrahepatisch manifestiert, überwiegend der kleinen Gallenwege mit einem lymphozytären Infiltrat in der Leber selbst. Und diese Erkrankung hat auch extrahepatische Symptome, ja, nämlich in über 70% ein Sjögren-Syndrom. Und bei diesem Sjögren-Syndrom sind dann auch spezifische Autoantikörper, SSA und SSB-Autoantikörper nachweisbar, die diese Krankheitsmanifestation mit der Komorbidität des Sjögren-Syndroms quasi nachweisen lassen. Ja, eine neue Entität, ich sagte ja auch am Anfang bei der Einleitung, wir wollen über neue Erkrankungen sprechen, ist zum Beispiel in den letzten Jahren immer mehr in den Mittelpunkt gerückt als Krankheitssyndrom, nämlich die IgG4-assoziierten Erkrankungen. Denn auch das sind systemische autoimmunologische Erkrankungen, die ein polyvalentes Krankheitsbild machen können mit Manifestation an den verschiedensten Körperorganen. Es kann eine Beteiligung sein, zum Beispiel der Drüsen, mit der Sialadenitis, mit der Hypophysitis, mit einer Hypothyreose, Autoimmunogenese oder auch mit einer Lymphknotenschwellung, hilären Lymphadenopathie oder auch eine respiratorische Erkrankung, interstitielle Pneumonie oder im abdominellen Bereich eine Autoimmunpankreatitis, die IgG4-positiv ist, oder auch eine sklerosierende Cholangitis der Gallen, der Leber, der Kleingefäße in der Leber, auch oder die retroperitoneale Fibrose oder eine GN oder eine Prostatitis. Also ein systemisches Krankheitsbild mit multiplen Organbeteiligungen, eine klassische autoimmunologische Systemerkrankung, die immer mehr in den letzten Jahren erkannt wurde. Ein weiteres Krankheitsbild, was ebenfalls eine interessante Assoziation und Komorbidität zwischen gastrointestinalen und rheumatologischen Krankheitsbeteiligung zeigt, ist das Spuh-Syndrom. Das Spuh-Syndrom, also eine gastrointestinale Autoimmunerkrankung, zeigt eine Beteiligung sämtlicher Organsysteme, ja, von der Endokrinologie angefangen, weitergeführt über die Pulmonologie, mit der Hämatologie, der Neurologie, der Dermatologie, der Neoplasien, aber auch der Rheumatologie. In erster Linie zum Beispiel imponierend als Spuh-Syndrom mit Arteritis, mit Arthritis oder Spuh-Syndrom mit einem Sjögren-Syndrom vergesellschaftet. Also eine klassische Kombination eines Spuh-Syndroms mit einer rheumatologischen Beteiligung, also die glutensensitive oder die gluteninduzierte autoimmune Enteropathie, Gastroenteritis, hat diese Komorbidität. Ein weiteres großes Feld der Erkrankungen aus dem Gastrointestinaltrakt mit rheumatologischen Beteiligungen ist die chronisch entzündliche Darmerkrankung. Die ist flexibel und sehr variabel, und wir haben verschiedene klinische Verläufe. Das können rekurrierende Verläufe sein, das können langsam deeskalierende Verläufe sein, das können aber auch aszendierende Verläufe über längere Zeit darstellen. Und insofern auch ein kontinuierliches Kontinuum der Verläufe kann ebenfalls konstatiert werden. Also diese vier verschiedenen unterschiedlichen klinischen Formen gibt es schon mal. Das zeigt schon, wie komplex das Ganze ist und wie schwierig das ist, quasi zu erkennen und darauf
die Ursache zu finden. Man muss im Grunde die Patienten über längere Zeit beobachten und sehen, was sich da so entwickelt. Und dieses Krankheitsbild der chronisch entzündlichen Darmerkrankung, in erster Linie die Colitis ulcerosa und in Kombination auch in zweiter Linie der Morbus Crohn, ja, die sind mit extraintestinalen Manifestationen quasi versehen und ausgezeichnet, die auch die verschiedensten Organsysteme betreffen können. Sie können die Augen betreffen im Sinne der Uveitis oder Iridocyklitis. Sie können die Leber betreffen im Sinne der Primär Sklerodermatitis bis zu 50% solcher Fälle. Sie können die Mundhöhle betreffen mit Stomatitis. Sie können im Grunde die Haut betreffen mit Pyoderma gangrenosum oder Erythema nodosum, ganz klassische Komorbiditäten. Aber auch entzündliche Erkrankungen aus der Rheumatologie treten als Komorbidität auf, nämlich zum Beispiel die Oligoarthritis oder auch der Morbus Bechterew. Auch eine rheumatoide Arthritis kann eine Folgekomplikation, eine Begleitkomplikation sein aus dem rheumatologischen Formenkreis bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen zum Zusammenfassen mal. Das waren alles so verschiedene Entitäten, die wir durchgesprochen haben, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite dominiert. Und jetzt können wir einmal zusammenfassen, ja, was machen denn oder was kann denn hinter klinischen Erscheinungen stecken? Ja? Hinter klinischen Syndromen oder Symptomenkomplexen, zum Beispiel Sicker-Syndrom. Ja, klassischerweise dahinter kann eine systemische Autoimmunerkrankung des Sjögren stecken, haben wir darüber gesprochen. Die Dysphagie kann klassischerweise dominiert sein als Ätiologie durch eine Sklerodermie, Sharp-Syndrom oder Myositis, auch das haben wir besprochen. Das gleiche gilt für die Ösophagitis. Dann die Maldigestion und Malabsorption, ja, da ist zum Beispiel das Sprue-Syndrom ein wesentlicher Punkt, der hier angesprochen wird. Dann die Thrombosen, die rezidivierend auftretende Thrombosen können verursacht sein, entweder durch eine Autoimmunerkrankung wie den SLE oder das Antiphospholipid-Syndrom. Dann eine Hepatomegalie, dahinter kann stecken sowohl eine rheumatologische Erkrankung wie der SLE oder auch das Antiphospholipid-Syndrom oder eine sklerosierende Dermatitis. Ja. Und im weiteren Verlauf der Ikterus, auch der kann bei allen rheumatologische Grunderkrankungen, die wir gerade eben erwähnt haben, im Endstadium bei schweren Verläufen dann auf eine Beteiligung der Leber hindeuten. Das gleiche gilt für die chronisch aggressive Hepatitis oder chronisch persistierende Hepatitis oder die chronische Hepatopathie, die bei diesen rheumatologischen Erkrankungen, die ich erwähnt habe, vorhanden sein können. Das gleiche gilt auch für die Leberzirrhose als Endstadium. Sie kann verursacht sein in Komorbidität durch eine rheumatologische Systemerkrankung. Also das zeigt schon wieder einmal die enge Zusammenhänge, ja, zwischen den klinischen gastroenterologischen Erkrankungen und den zugrunde liegenden differenzialdiagnostischen systemischen Autoimmunerkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis. Als Zusammenfassung mal. Auf der anderen Seite gibt es auch noch ein Gemeinschaftskomplex zu diskutieren. Das sind zum Beispiel die gastrointestinalen Therapiefolgen, die nach rheumatologischen Erkrankungen zu beobachten sind. Ja, zum Beispiel nehmen wir den Lupus erythematodes, der ja durch Immunsuppression behandelt wird, also Steroide, Chloroquin oder Immunsuppressiva. Und diese machen wiederum klassische gastrointestinale Nebenwirkungen. Das muss der Rheumatologe wissen, wenn er die Patienten behandelt, dass da Ulzera entstehen können, Leberschäden entstehen können, gastrointestinale Übelkeit, Ösophagitis, Diarrhöen, Colitis, Pankreatitis entstehen kann. Oder beim Antiphospholipid-Syndrom. Das wird ja klassischerweise durch eine Antikoagulation behandelt. Ja, und durch die vielfältigsten antikoagulatorischen Therapieprinzipien muss man da heute bedenken. Angefangen von Heparin über Marcumar bis zu den neuen oralen Antikoagulantien, den Noax. Und den DOAX, die können auch beim Antiphospholipid-Syndrom zum Einsatz kommen und natürlich Folgekomplikationen am Intestinaltrakt, die Blutung, die akut auftretende gastrointestinale Blutung oder auch als toxische Nebenwirkung die Hepatitis. Auch das hat sich ja bei unserem ganz initial gezeigten Fall am Anfang, wenn Sie sich daran erinnern, so stattgefunden. Dann das Sjögren-Syndrom ist auch eine
systemische zu behandelnde Erkrankung im schweren Verlauf durch die Immunsuppression, die kann genau diese Symptome auch hervorrufen. Oder die Dermatomyositis oder die Polymyositis, die durch immunsuppressiva Steroide, Immunglobuline, Cyclophosphamid, Acetylcholin, Methotrexat verursacht werden kann, kann natürlich sämtliche Nebenwirkungen dieser einzelnen Therapiegruppen quasi nach sich ziehen. Zum Beispiel ulzerale Leberschäden, intestinale Blutungen, Übelkeit, Diarrhöen, Pankreatitis, wie schon erwähnt. Und last but not least die Sklerodermie, das Sharp-Syndrom. Auch das wird immunsuppressiv in ausgeprägten klinischen Verläufen behandelt mit Cyclophosphamid, dann symptomatisch mit ACE-Hemmern, PPI oder Bosentan als vaskuläre immunologische Erkrankungs- oder Therapieprinzipien. Und auch hier können gastrointestinale Symptome auftreten, die klassisch sind wie Ulzera, Leberschäden, Übelkeit, Diarrhoe, Dyspepsie, Pankreatitis. Das muss man alles bedenken. Deshalb ist die Behandlung einer rheumatologischen systemischen Komplexerkrankung mit einem systemischen Therapieansatz wie Immunsuppressiva oder Zytokine, Antizytokine oder auch Biologicals kein einfaches Unterfangen, und da sollte man eine hohe gastroenterologische Kompetenz dabei haben. Und deshalb, das werde ich ja in der nächsten Präsentation nochmal ausführen, wie man das dann organisieren kann, dass das auch optimal laufen wird. Und last but not least würde ich sagen, wir haben jetzt die Themenkomplexe besprochen, aus der gastrologischen Sicht, die rheumatologischen Folgekomplikationen, aus der rheumatologischen Sicht, die gastrologischen Folgekomplikationen. Wir haben allgemeine Folgen am Gastrointestinaltrakt durch Rheumaerkrankungen diskutiert. Wir haben über allgemeine gastrologische Symptome und ihre Ursache durch rheumatologische Erkrankungen diskutiert. Ja, jetzt bin ich gespannt, was im letzten Snap noch kommen wird. Da geht es vor allen Dingen, das sage ich jetzt schon mal, damit Sie sich darauf vorbereiten können, ja, um die Therapie und die Perspektiven. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.